So, hallo und damit willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Sharp News. Mit mir dem gleich. Ja, schauen wir doch mal rein. Was gibt's denn heute wieder Neues hier? Hier haben wir Mamas altmodische Geheimnisschatulle mit der Lila nach wie vor. Die ist normal farmbar über die Super Epic Stones. Deswegen würde ich da jetzt nicht unbedingt die Gems für raushauen. Ist zwar ziemlich geil, aber die Wahrscheinlichkeit eben mit dieser Mamas Schatulle ist relativ gering. So, dann gehen wir rein in den Shop. Wie sieht es hier aktuell aus? Da haben wir das Mythic Peggy Pack. Ist jetzt neu rausgekommen. Meine Peggy in Mythic. Cupido Bobby, Philip J. Fry, Buch der Zaubersprüche und das Hexenkostüm ist natürlich. Ja, ist schon eine relativ nice Box. Aber auch die Peggy ist normal farmbar und dann würde ich doch die 500 Gems, wenn man solche Boxen öffnet, dann doch eher für ja, beispielsweise einen Professor Farnsworth ausgeben oder so. Den manche ja schon über den Swole Club zumindest mal ein bisschen oder ansatzweise voll haben. Cigarette Addicts Box. Gibt es auch nach wie vor. Cigarette Addicts, Prescription Weed, Hypnotoad, Chinchilla Addict Wayne und Hank Hill und Mac Griffin. Ja, gehen wir mal hier rein. Dann die etwas bessere Box. Die Water Witch Box mit Hexer Steve, Roger Sexy Shorts, Jimmy Junior, Horse Kostüm, Hexenkostüm, Steve Smith und Dr. Amy Wong. Schon ziemlich nice, auf jeden Fall. Ja. Ist richtig cool. So, und dann sind wir auch schon bei der Daily Combo Mastery angelangt. Und da haben wir jetzt aktuell hier als allererstes den Number One Customer. Gucken wir mal ganz kurz rein, was der so kann. Muss erstmal schauen, ob ich den auch wirklich eingestellt habe. Yep. Der Number One Customer, das ist das hier. Oh, muss ich ein bisschen zur Seite gehen, sonst sieht man den ja hier gar nicht mehr so richtig. Gut, muss ich auch in Zukunft ein bisschen drauf achten jetzt. Alles klar. So, da haben wir den. Das ist ein Teddy. Mit Restaurantkarten. Es ist. Die war damals schon Schrott gewesen, als ich noch angefangen hatte mit dem Spiel und ist jetzt auch nicht wirklich viel besser geworden. Also die Combo lohnt sich nicht wirklich. Okay, das wäre schon mal das. Dann gucken wir mal nach der nächsten Combo. Das wäre jetzt hier. Amy's Talking Tattoo. Das wiederum ist eine Combo, da weiß ich, die habe ich in der Vergangenheit schon gespielt. In der Vergangenheit, aber das ist auch schon ziemlich lange her. Also, gucken wir mal da rein. Das hier mit Geldkarten. Dr. Amy Wong. Ha, stimmt, da habe ich das Golden Turd noch mit im Deck gehabt. Oh mein Gott, ist das lange her. Ja, aber auch dafür lohnen sich die 500 Gems nicht wirklich. Also, ist nicht wirklich prickelnd. So, das wäre jetzt hier Amy's Talking Tattoo. Dann geht's weiter mit Powder Puff. Also da kann ich mich tatsächlich nicht dran erinnern, die jemals gespielt zu haben. Powder Puff. Die sieht nicht nur scheiße aus, die Combo, die ist auch scheiße. Ja, hier also ein Bobby mit Sportkarten. Schrott. So, das wäre Powder Puff. Dann gehen wir mal weiter. Dann haben wir hier Professor Max Hammer. Und Professor Max Hammer habe ich, glaube ich, in dem ganzen Spiel auch noch nie gesehen. Sieht dann so aus. Ist ein Klaus Heißler. Mit Autokarten. Und das ist mal wieder eine Combo.
wo die ursprünglichen Karten besser sind als das, was da am Ende bei rauskommt. Okay, aber jetzt kommen wir zu einer ziemlich nicen Combo. Die ist mega geil. Und die ziehen wir uns jetzt mal rein. Das ist wieder eine, die an die Whales vergeben wurde. Der Boy Witch Steve. Und das ist allerdings schon etwas Cooles. So, gehen wir mal da rein. Mit einem Steve Smith kann man hier zum Beispiel machen. The Borax Kit. Borax Kit, okay. Potties Salon. Furry Convention, okay. Das sind alles Shrimp Dress. Das sind alles Karten. Ah, mit der Skimaske. Roger Sexy Shorts. Bedtime Stories. Okay. Lightspeed Briefs. Ja, die ist halt mega geil, ne? Also, wer einen Steve Smith bei sich im Deck hat, das ist ja so ziemlich die geilste Combo, die es für den Steve Smith gibt. Mal ganz kurz rein, ob da irgendwas ist, was besser ist. Ich denke mal, diese Boy Witch Steve ist so ziemlich das niceste. Wheels Steve, okay. Ist er wieder der Boy Witch Steve. Ja, wie man sieht, da kommt sonst nicht mehr ganz so viel. Ja. Ist wirklich die beste Combo für den Steve Smith. Mit Abstand. Ja, also wer einen Steve Smith im Deck hat und diesen Boy Witch Steve spielen kann, sollte sich auf jeden Fall diese Combo holen, weil die ist echt brutal. Also, wenn nicht diese Combo für den Steve Smith, welche denn sonst? Also, wenn es euch gefallen hat, das Video, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown Daily Shop News mit mir, dem Herrn gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.